Ich bin's wieder, Kiliko. Ich bin endlich von meiner Zugfahrt nach Hause. Ich habe mir wieder Lego bestellt. Das ist hier das erste Set, was ich bestellt habe. Ja, in Lego Creator 3 in 1 Set. Mal gucken, wie das ist. Hier haben wir noch ein Set, ein Auto, auch wieder ein Lego Creator 3 in 1 Set. Und nochmal ein Lego 3 in 1 Set Creator, weil wir ja Lust und Langeweile haben. Und ich habe mal wieder Lego Technik bestellt. Ich habe mir so einen kleinen Lego Technik Picker gekauft. Und ich würde sagen, das ist ein 2-in-1-Ding. Ich würde sagen, ich freue mich schon richtig auf das Ding aufzubauen. Wir drehen es mal um. Ja, man kann es so bauen und man kann es so bauen. Und ich muss ehrlich sagen, freut mich richtig. Also da bin ich ja mal gespannt, wann ich wieder baue. Also das ist geil. Wie gesagt, ist nur ein kurzes Video. Ich bin jetzt erst nach Hause gekommen nach einer langen Zugfahrt und etwas knülle. Wie gesagt, mein Lego-Paket ist da. Und ich habe zwar noch ein Paket, aber das tun wir dann morgen besprechen, weil sonst wird das zu viel und so durcheinander. Ich mache jetzt das Lego-Video. Wie gesagt, 3 in 2, 3 Pakete in 3 in 1 Set von Creator und ein Lego-Technik-Modell, was man zweimal umbauen kann. Und insgesamt kann ich euch nicht verraten, was ich bezahlt habe. Ich glaube, über 25 Euro, weil ich muss ja über versandkostenfrei kommen bei Amazon. Kann ich euch dann pro Artikel immer sagen, was ich bezahlt habe? So merke ich mir das nicht. Aber dann, wenn ich das Video euch beschreibe und die Modelle aufbaue, kann ich euch gerne den Preis sagen. Jo, ihr könnt euch ja gern mal mir sagen, ob was ihr euch am meisten freut, was wir vielleicht zuerst basteln sollen. Hier dieses Flugzeug oder den Technik, das den Technikwagen. Oder ja, entweder machen wir das hier, den Technikwagen, oder wir machen das hier. Könnt ihr euch aussuchen, also entweder dieses Modell oder dieses Modell machen wir. Und dann würde ich sagen, lasst einen Kommentar da und ja, macht's gut und ich wünsche euch schon einen schönen Abend. Wie gesagt, das Video ist ein bisschen spät, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Deutsche Bahnfahrt ist immer lustig. Wie gesagt, ich liebe ja gerne Bahnfahren und ich freue mich immer Bahn zu fahren, aber man ist immer froh, zu Hause zu sein. Wie gesagt, lasst einen Kommentar da, was wir uns angucken wollen. Und dann würde ich sagen, morgen packen wir das andere Paket aus, vormittags. Ich denke mir mal, morgen werden wir zwei Videos kommen, wie ich lustig bin und wie das Wetter so ist. Und dann würde ich sagen, macht's gut, tschüss.